Ach du Scheiße. Weißt du, da guckt mal einmal auf seine Stoppuhr, ja? Dann rast man in so einen Zaun rein, ja? Ah, ich sehe gerade, da hängt noch Ball. Ach du Scheiße. Sag mal, irgendwie habe ich heute das Gefühl, ich hätte irgendwas im Auge, dass ich die nicht sehe. Und zwar den Traktor. Ah, lustig, Witz gerissen. Nein. Genau. Na komm, fahr los. Man muss ja sagen, da ich den Landwirtschaftssimulator ja nicht so lange mehr her gespielt habe, vorher habe ich den nämlich ziemlich oft gespielt, da war ich fast schon der Experte darin. Und jetzt, ich habe das glaube ich schon ein halbes Jahr wirklich nicht mehr gespielt, außer jetzt im Multiplayer. Im Multiplayer, klar, haben wir das jetzt kürzlich erst gespielt, aber alleine so richtig intensiv habe ich den jetzt noch nicht so gespielt, wieder seit einem halben Jahr. Da muss ich jetzt erstmal wieder reinkommen. Weil ich sehe gerade die Lücken, die ich wieder hinterlasse, das ist ja erbärmlich. Meine Herren. So, passen wir den Ball jetzt nicht da großartig umschubsen. So. Ah, ich fahre jetzt natürlich wieder wie die gesenkte Sau. Ich lasse links neben die Hälfte wieder liegen. Das ist nicht gut, das ist nicht effizient. Immer schön effizient arbeiten, heißt es ja in echt. Effizient, effizient. Allein dieses Wort geht mir ziemlich auf den Senkel. Aber gut. Dann sei es halt so. Jetzt müssen wir hier einigermaßen gut um die Kurve kommen. Jetzt gucke ich mal kurz ab hier, um die Ballen da irgendwie wegzuschieben. Ich weiß, dass das jetzt wieder nicht realistisch ist. Aber so wollen wir nicht ganz so streng sein. So. Ach so, ich bin durch den Zaun durchgefahren? Oder wie? Nee, ich bin nur durch den Busch durchgefahren, genau. Meine Güte, die Ballen gehen uns aber auch ganz schön auf den Sack. So, jetzt die Balle auch noch. Komm her, du Balle hier. Spiel mal ein bisschen Fußball auf dem Feld hier. Hä? Traktorball. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Runde Traktorball. Sollten wir vielleicht auch mal einführen. Nur eine kleine Idee am Rande. So, jetzt die letzte Ball noch, dann können wir hier schon weiter grubbern.
Da, stopp, 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 nicht so schnell hier. Gottes Willen. Zack. So, jetzt wollen wir unseren Grubber wieder anschließen und schön weiter grubbern. Wie immer seid ihr auch immer sehr eingeladen, in die Kommentare zu schreiben, was wir natürlich machen sollen im Landwirtschaftssimulator, jetzt im Multiplayer oder im Singleplayer, ist mir auch wurscht. Und wie wir es zu machen haben und was wir zu machen haben, halt mit was, halt mit welchem Traktor, mit welchem Mod und mit welcher Karte, müsst uns alles sagen. Dann kann es jedoch sein, dass wir das auch machen. Und ihr müsst schon was drunter schreiben, sonst können wir natürlich nicht eure Gedanken lesen. Muss man immer wieder dazu betonen. So. Na komm, fahr, fahr. Geht doch. Ja, den PDA ausschalten, den brauchen wir ja im Moment nicht. Ach ja, wenn ich sehe, wie viele Lücken ich wieder gelassen habe, da würde ich mich als Bauer selbst dafür schämen. Aber gut, dafür, dass wir es lange nicht mehr gespielt haben, ist das natürlich entschuldigt. Was ich eigentlich auch mal so gehört habe, nebenbei am Rande, dass die Grafik vom LS15 jetzt, der herauskommt, ist, dass die Grafik jetzt auch nicht so bombastisch sein soll, wie es im Trailer versprochen wurde. Ja, ich lasse mich mal selber überraschen, sage ich ganz ehrlich. Aber wie ich schon wirklich die Mehrheit gehört habe, die Grafik, naja, hat sich nicht viel gebessert. Es hat sich schon was gebessert, auch von der Physik her, aber grafisch, naja, gut. Da kann sich jeder seine eigene Meinung dann bilden, aber ich schau mal auch selber, wie das dann ist. Na, 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 na. Fliegt uns hier der ganze Staub in die Fresse. Stellt euch vor, ihr lauft so lang hinter dem Grubber und fliegt der ganze Staub in die Fresse und ihr könntet nichts dagegen tun. Ha, Witz gerissen. Nein, Spaß, aber mal ernsthaft. Wenn ihr so mitgezogen würdet, so als Grubber, wenn man sich mal vorstellt, der Grubber selber, der ist ja dafür da, dass um neue um das Ganze umzuflügen, was da noch an Resten geblieben ist. Normalerweise müsste man dann, glaube ich, auch noch pflügen oder so. Da bin ich jetzt nicht ganz der Profi drin. Aber, um dann wieder neu zu säen. Aber im Echt hinterlässt das wirklich ganz schön viel Staub. Also, da möchte man tatsächlich nicht dahinter stehen. Also, ich hab's, glaube ich, ich hab, ja, genau, ich hab's ja mal selber gesehen. Irgendwo bei mir in der Nähe, jetzt weiß ich jetzt nicht mal wo. Als ich mal unterwegs war, als einer mal gegrubbert hat, da so ein Bauer, Landwirt oder Labauer, da hat's nur noch gestoppt, da hat man kaum noch den Traktor und so gesehen. Das, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das war staubig. Da musste man ja
fast schon fast über 100 Meter Entfernung haben, damit man überhaupt noch was gesehen hat auf dem Feld. Ja, könnt ihr euch schon vorstellen, was das wirklich sein muss haben. Da ist das ja hier ein Scheißdreck dagegen, was hier hinten rauskommt. Also. Ja. So, jetzt sind wir auch schon wieder mit dieser Reihe schön fertig.